So, vor den Toren in Orsinium. Echelet wurde zur Sammlung Begleiter hinzugefügt. Orsinium entdeckt. Ich habe nur einen Schritt gegangen. Ein Geschenk aus Orsinium. Okay. Mir wurde ein Begleiter hinzugefügt. Ein ausgewachsener... Da heißt Styri. Okay. Ausgewachsener Echartere mag dickköpfig und widerspenstig sein. Ihre Jungen hingegen sind verspielt und ehrlich gesagt zum Niederknien niedlich. Hat ein junger Echelet erst einmal seinen Halter aufgebaut, wird er zum treuen Begleiter. Okay, was sind das für ein Viech? Orge. Das ist mir so ein kleiner Hund, ne? Das hört sich an wie ein Schwein. Warum auf einmal das Zeug? Besucht die vor kurzem wieder aufgebaute Hauptstadt der Orks, Orsinium. Okay. Habe ich noch irgendwas gekriegt? Oh Gott, das nervt ja jetzt schon. Okay, ich werde es mir nur eine kurze Weile ansehen, weil das geht mir so auf den Nerv. Ich finde den Fennec immer noch am coolsten. Ja, willkommen in Orsinium, meine Damen und Herren. Hauptstadt der Orks. Grüße. Zum Gruße. Ganz schön majestätisch hier. Ja? Oh, guck mal. Aragorn wird gesucht. Oder wer soll das sein? Hier gibt es Fremde. Seid wachsam und haltet eure Hand an eurem Süßkrebs. Nein, es gibt Fremde hier. War ich gerade eine Seitwärtsrolle? Es gibt Fremde, die gucken auch gerade zu. Zum Große. Eigentlich müsste ich noch ein Bild von unten machen oder so. Nur um halt das aufrecht zu erhalten. Oh ja. Das aufrecht zu erhalten. Ist eigentlich. Ich dachte, bei Tag wäre es besser, hier hinzukommen. Aber ich finde es bei Nacht noch geiler, irgendwie. Vom Licht her. Ihr seht das volle Programm. Ich sehe es nur auf dem halben Bildschirm hier. Muss man auch noch zu sagen. ja, ich hätte die Auflösung runterstellen können, aber dann habe ich das Problem, dass vielleicht der Soundbug wieder auftaucht. Und dass sich der Sound dann von selbst auffrisst. Das hatte ich alles mal gehabt. So, hier sollen wir rein. Zum Gierwanst, okay. Frag nach dem Verräter. Nach dem Schollwach. Schade, ich darf hier nichts stehlen. Er hat euch ausbezahlt? Mit Zinsen? Wird auch Zeit. Vielleicht hat er endlich einige dieser Schmuckstücke verkauft, die er so sehr liebt. Ich will mich nicht beschweren und ich stelle keine Fragen. Ich bin nur froh, dass ich endlich bezahlt wurde. Heute ist ein guter Tag, meine Freundin. Ich habe Gold in der Tasche und einen vollen Humpen in der Hand. Also, was kann ich für euch tun? Ich konnte es nicht vermeiden, euch zuzuhören. Was war das über eine große Menge Gold? Ich wüsste nicht, was euch das anginge. Falls ihr glaubt, mich ausrauben zu können, nun, dann solltet ihr euch das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich brauche dieses Gold für meine Tochter. Jetzt lasst mich in Ruhe, sonst werde ich... Ich werde euch mit meinem Humpen eins überziehen. Ich versuche nur jemanden zu finden, dass er kurz eine große Menge Geld hat.
Warum habt ihr das denn nicht gleich gesagt? Ihr tut so geheimnisvoll und erschreckt die Leute dabei schier zu Tode. Also, warum sucht ihr nach Kuluk? Ich möchte einfach nur herausfinden, wie er an das Gold gekommen ist. Alter, was macht da so komische Geräusche? Bei Trinimax missgebildetem C. Wenn dieses Gold unrechtmäßig erworben ist. Meine Sheila braucht doch ihre Tränke. Gut, versuchen wir es mal so. Wenn ihr alles, worüber gesprochen wurde, vergesst, dann könnte ich ein paar hilfreiche Informationen für euch haben. Sind wir da einer Meinung? Wir haben miteinander gesprochen. Ich weiß von nichts. Gut, gut. Ihr habt das nicht von mir. Aber Kuluk ist hier vor einer Weile aufgebrochen, um mit diesen kaschitischen Händlern zu sprechen. Ihr wisst schon, die vor kurzem aufgetaucht sind. Und wenn sonst nichts hilft, dann solltet ihr ihn zumindest riechen können. Ihm riechen können? Er trägt irgendeinen schnieken Duft und meint, das würde die Geister beruhigen. Die Khajiit haben ihn ihm verkauft. Wenn ihr mich fragt, dann riecht er wie ein toter Hawker, der zu lange in der Sonne gelegen hat. Folgt diesem Geruch. Er wird euch geradewegs zu ihm führen. Ach du Scheiße. Alter. Wisst ihr, wie sehr ich Mopeds hasse? So, was macht dieses komische Geräusch? Überrascht mich. Sagt etwas Intelligentes. Kaufen und verkaufen. Bitteschön. Findet Kuluk. Muss gar nicht allzu weit entfernt sein. Alter, es ist ganz schön dunkel hier, wisst ihr? Gut, ich muss auch dazu sagen, mir blendet gerade das Licht von der anderen Seite. Deswegen sehe ich ja nichts. Wenn ihr das jetzt abends schaut, so 19 Uhr, und es ist dunkel, dann könnt ihr natürlich was sehen. Dann seht ihr auch alles, was ihr seht hier im Vollbild. Ich sehe das auf dem halben Bildschirm. Und das Licht brennt hier gerade. So. Mal den Fennec wieder an. Die haben niedlich geschrieben. Das klingt nicht niedlich, das klingt schlässlich. Das klingt schrässlich. Das klingt schrecklich. Hässlich, schrecklich. Schrässlich. Schrässlich. Ich habe ein neues Wort kreiert. Wo soll ich jetzt hin? Hier offenbar durch den Durchbruch. Achso, ich soll nach draußen. Was sind das eigentlich für 1020 Alter, wo kommen die ganzen Quests her? Ach, Hauptstadt, ne? Ja, klar. Gibt's ja die sicherlich wieder Schreiberrebe. Wird keiner merken. Oh, Alter, der stinkt ja zum Himmel. Oh. Oh, Alter. Der muss sich seit 12 Jahren nicht mehr gewaschen haben. Die Duftspur ist nicht zu übersehen. Folgen wir ihr. Ach, da ist er. Kuluks Gestank. Es ist schon fast schlimm genug, dass diese keine Geschäfte mehr mit ihm machen will. Arusha würde zustimmen, wenn nicht das ganze Gold wäre, das er uns gibt. Er hat das Glück von Jone und Jode, selbst wenn er wie ein toter Horker stickt. Dieser Hoffi werde mit der Hälfte seines Glücks und dem Doppelten seines Goldes gesegnet, aber nicht seinem Gestank. Boah, Alter. Wir sind Händler, ja. Aus einem fernen Land. Wir haben seltsame und exotische Waren für die Bewohner von Orsinium im Gepäck. Sobald wir alles aufgebaut und unseren Laden eröffnet haben, wird dieser euch gerne unsere Waren zeigen. Ich kam nicht umhin, euch zuzuhören. Habt ihr eine Ahnung, wo ich Kuluk finden kann? Wir sind neu in der Stadt. Wo derjenige hin ist, mit dem wir Geschäfte machen, wissen wir nicht. Doch als er uns verließ, ging er nach Osten, in Richtung des Wohnviertels. Natürlich sehen alle Viertel dieser Stadt für diese völlig gleich aus. Ja, für mich auch. Darf ich fragen, was für Geschäfte ihr macht? Neugierig sind wir, was?
Unsere Geschäfte achten durchaus die Gesetze. Seid euch dessen gewiss. Nicht alle Khajiit gehen anrüchigen Tätigkeiten nach. Ganz gleich, was ihr auch gehört haben mögt. Wir verkaufen Gesundheitsmittel, Arzneien gegen Krankheiten, Kopfschmerzmittel, solche Sachen. Ihr verkauft Medizin? Das ist ein Wort, ja. Die beste zum besten Preis. Ihr werdet in der ganzen Stadt keine niedrigeren Preise finden. Sobald wir einmal eröffnet haben, natürlich. Aber wenn ihr nach Guluk sucht, dann folgt dem Geruch. Er ist auffällig und hartnäckig, ganz wie unerwünschte Hausgäste. Ja, folgen wir weiter dem Dunst. Boah, ich will nicht in dieser Spur laufen, ey. Nachher bleibt's an mir haften. Glaube, ich gehe danach in einen Wasserfall baden. Zum Große. Wir ziehen bald wieder los. Ich verspreche es. Oh nein, ich muss in die Spur rein. Na, vielleicht auch nicht. Vielleicht kann ich ja an die Seite. Oh, mir tränen schon die Augen. Oh, ohne Scheiß. Ich brauche mein Schild. Grüße. Dieses Bad gehört so lange uns, wie wir wollen. Ich habe im Voraus bezahlt. Als ich dich das letzte Mal sah, hattest du nicht mal 2 Goldstücke zum Klimpern, Guluk. Was hat sich geändert? Ein Goldregen ging nieder, Liebchen. Und was? Seid gegrüßt. Sind die unten? Und wer seid denn ihr? Geht und sucht euch ein anderes Badehaus. Ich habe dieses hier für den ganzen Tag gemietet. Kümmert ihr euch darum, Guluk, mein Schatz. Ich gehe los und hole mir etwas zu trinken. Das ist mehr so eine Sauna, ne? Was soll das denn hier? Wenn ihr nicht zum Baden gekommen seid, seid ihr wohl wegen meiner Elixiere hier. Nun, ich kann euch beruhigen. Meine Elixiere heilen garantiert, was euch plagt. Es braucht nur etwas Zeit und mehrere Anwendungen. Ja. Erzählt mir von dem Handel, den ihr mit den Winterkindern eingegangen seid. Was? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr da redet. Ich bin ein treuer Untertan des Königs. Ich habe nicht das Geringste mit irgendwelchen verdammten Winterkindern zu schaffen. Wie macht man das nochmal stumm hier? Ah, ich glaube so. In dem Brief vom Ur von Eisenherz steht etwas anderes. Nein, ich kann das erklären. Die Leute dieser Stadt, ich bin den Handel nur ihretwegen eingegangen. Das Gold der Winterkinder erlaubt es mir, meine Elixiere für einen Bruchteil der Kosten herzustellen. Ich tue das für die Leute. Damit die Orks aus den Clans hungern? Die Clans im Umland. Sie sind Feinde dieser Stadt und unseres Königs. Ihre Häuptlinge weigern sich, die Herrschaft des Königs anzuerkennen. Sie bleiben lieber bei ihren alten Bräuchen und Traditionen. Währenddessen können sich die Armen dieser Stadt keine Arznei leisten. Ich rette Leben. Die Informationen, die ihr weitergegeben habt, haben Leben gekostet und die Winterkinder mit Vorräten versorgt. Ein kleiner Preis für einen großen Zugewinn. Ich war dieser Stadt schon lange treu ergeben, bevor irgendwelche Fremden wie ihr hier aufzukreuzen begannen. Ihr habt kein Recht, über mich zu urteilen. Sagt mal einfach, wo die Winterkinder die gestohlenen Vorräte eingebracht haben. Gut. Was bringt es schon? Seht ihr, was geschieht, wenn man einfach nur zu helfen versucht? Die Vorräte wurden in die Frostbruchfestung geschickt. Denn dort will der Kriegsfürst der Winterkinder Ufron Eisherz seine Truppen neu sammeln. Ich bin mir sicher, er selbst bewacht die Vorräte. Tja. Ich werde der Wache hiervon berichten. Versuch nicht, die Stadt zu verlassen. Tut, was ihr wollt. Meine Elixiere sind da draußen auf den Straßen der Stadt und erreichen die Leute, die sie brauchen. Sicher, ich werde den Rest meines Goldes nicht genießen können, doch
Ich habe erreicht, was ich erreichen wollte. Böser Junge. Meldet euch bei der Feste. Grüße. Wenn ich den Ausgang jemals finde hier. Was? Das ist auch ein neues Buch entdeckt. Muss man erstmal Bücher suchen hier. Nee. So, wo geht's zur Feste? Da oben.